Jo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag, also vom 26. Juni. Ja, ich würde sagen, ich gehe direkt wieder auf den Gegenstand-Shop und zeige euch schon mal die neuen Items. So, das ist mal schon neuen Shop vom heutigen Tag. Wir sehen direkt bei den vorgestellten Gegenständen wieder mal hier den Tomatenkopf. Das ist hier dieser riesige Tomatenkopf-Skin mit diesem Pizza-Rucksack hinten. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Der war jetzt schon ein bisschen was länger nicht im Shop und ist ein echt sehr cooler Skin für 1500 V-Bucks. Passend dazu gibt es auch noch die Axt der Roni-Hacke. Das ist ja dieser Pizzaroller. Der ist jetzt auch wieder hier im Shop. Das heißt, es gibt jetzt wieder hier die zwei Gegenstände aus dem Pizza Party Set und ja, ist auf jeden Fall sehr cool. An zweiter Stelle bei den vorgestellten Gegenständen sehen wir hier einmal den dunklen Vorhut Skin. Der sieht ja so aus, ist ja auch schon ein etwas älterer Skin, war auch nicht so sehr oft im Shop in letzter Zeit. Und passend zu dem Skin gibt es dann jetzt auch noch hier den Weltraum Shuttle Hängegleiter und den Weltraum Landegerät Hängegleiter. Das sind ja beides zwei Hängegleiter, die im selben Set sind und ja, auf jeden Fall gibt es den Skin mit den zwei Hängegleitern hier jetzt auch wieder im Shop. Ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu den täglichen Gegenständen. Und zwar sehen wir an erster Stelle hier den Rostflieger. Ja, das ist ja dieser Hängegleiter hier hinten mit diesen Auspuffsrohren und oben diesen Stacheln drauf. Sieht eigentlich ganz okay aus. An zweiter Stelle ist hier das Depp-Emote, das habe ich mir auch schon mal geholt. Ist ein ganz cooles Emote, der macht ja einfach den Depp. Und ja, der ist auch wieder im Shop hier. An dritter Stelle ist der Skin Blutroter Speer. Ist kein besonderer Skin, aber den kann man sich auch für 800 V-Bucks hier wieder kaufen. An vierter Stelle ist hier die Hacktechnik-Hacke. Gestern waren ja schon zwei Items aus dem Übertaktungsset im Shop und jetzt ist hier die Hacke im Shop. Das heißt, die kann man sich so gesehen jetzt dazu kaufen. Ist auch keine besondere Hacke, sieht aber ganz okay aus, würde ich sagen. An vierter Stelle sehen wir das Volksmusikfest im Mode. Ja, das ist ein ganz cooles Mode, kostet 500 V-Bucks. Und kann man sich auch wieder kaufen. Und zu guter Letzt sehen wir hier den Skin Dominatorin. Und ich denke mal, das ist eigentlich ein relativ seltener Skin. Den habe ich jetzt nicht so oft im Shop gesehen. Der ist auf jeden Fall jetzt auch wieder hier im Shop für 800 V-Bucks. Ist eigentlich ein ganz cooler Skin. Und ja, ich würde sagen, das war es auch wieder mit dem Shop vom heutigen Tag. Wenn euch dieses ganz kurze Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.